Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, heute demonstrieren wir Ihnen die Handhabung des Coronavirus-Antigen-Schnelltestes, Novel Coronavirus-Antigen-Test der Firma Hotgene. In diesem Testkit sind enthalten der Test selber, also die Testkassette, ein Abstrichtupfer, das Reagenzröhrchen, was schon komplett vorbefüllt ist mit der Reagenzlösung und eine Tropfpipette obendrauf enthält. Die Anleitung, auf der man auch noch die Auswertung entnehmen kann. Sie benötigen zusätzlich die Schutzausrüstung, mindestens bestehend aus Schutzhandschuhen, einer Schutzbrille oder einem Face Shield, einer mindestens FFP2-Maske und einem Schutzkittel. Und Desinfektionstücher unter Umständen, um nach der Tätigkeit die Fläche zu desinfizieren. Was jetzt hier nicht abgebildet ist, Sie benötigen auch einen Kurzzeitwecker, eine sogenannte Eieruhr. Der Test muss in komplett angelegter Schutzausrüstung durchgeführt werden. Wichtig ist auch die Schutzbrille. Wir entnehmen den Abstrichtupfer aus der Verpackung. Stellen seitlich neben den Patienten und als erstes, das ist der nasopharyngeale Abstrich. Dazu gehen wir mit dem Tupfer parallel zum Boden in das Nasenloch ein. Wir müssen wirklich bis tief rein, am Ende ein paar Mal hin und her drehen, den Tupfer im Moment am Ort belassen und wieder entfernen. Das war es jetzt schon, der Patient kann den Mund-Nasenschutz jetzt wieder aufsetzen. Der Hotgene-Test ist für den nasopharyngealen und den oropharyngealen Abstrich zugelassen. Bei uns im Krankenhaus verwenden wir den nasopharyngealen Abstrich. Als erstes nehmen wir das Reaktionsgefäß, schrauben den Deckel des Reaktionsgefäßes ab und geben den Tupfer in die Flüssigkeit. In der Flüssigkeit wird der Tupfer 15 Sekunden lang hin und her gedreht. Beim Entnehmen kann das Gefäß mehrfach zusammengedrückt werden, um Reste vom Tupfer noch zu gewinnen. Danach wird der Tupfer verworfen. Jetzt wird die Kappe wieder aufgeschraubt. Und das kleine Käppchen oben abgeschraubt. Dann geben wir die Probe in das Kontrollfeld. Bei diesem Test müssen 4 bis 5 Tropfen verwandt werden. Eins, zwei, fünf. Wir können die Probe jetzt noch einmal entweder verwerfen oder so lange aufbewahren, bis der Test erfolgreich abgelesen wurde. Der Kurzzeitmesser wird auf 15 Minuten gestellt. Der Hotgene-Test muss nach 15 Minuten maximal 30 Minuten abgelesen werden. Nach 30 Minuten ist das Testergebnis nicht mehr abzulesen. Nach Ablauf der 15 Minuten wird der Test abgelesen. Das Schema zum Ablesen des Tests ist auf der Packungsbeilage auch nochmal gezeichnet. Wichtig ist, dass man immer darauf achtet, dass das Kontrollfeld mit C gekennzeichnet, so wie hier, immer einen Balken zeigen muss. Wenn hier kein Balken auftaucht, ist der Test nicht auszuwerten, wie zum Beispiel hier dargestellt oder hier dargestellt. Wenn im Kontrollfeld ein Balken auftaucht, dann ist der Test auswertbar und dann kommt es darauf an, ob im Testfeld, also da wo Test steht, ein Balken sichtbar wird. Wenn der Balken nicht sichtbar wird, ist das Testergebnis negativ, so wie hier dargestellt. Wenn jetzt hier ein zweiter Balken erscheinen würde, auch wenn der vielleicht nicht ganz so rot ist wie der Balken bei C, dann ist der Test als positiv zu werten. Balken, die nach Ablauf der 30 Minuten vielleicht da noch erscheinen oder Farberscheinungen sind nicht auszuwerten. Bitte dokumentieren Sie das Ergebnis des Tests in der Akte bzw. in der EDV. Vielen Dank.